Heute bei uns in der Sendung. Es geht zum letzten Mal um den 500. Stadtgeburtstag Lengefels und wir berichten über einen etwas anderen Schultagesbeginn. Also das wird interessant und ein Dranbleiben lohnt sich auf alle Fälle. Bis gleich. Bei uns gibt es sie, die günstige Wenignutzer-Flatrate für 17,50 Euro. Surfen Sie mit stabilen 15 Megabit pro Sekunde durchs Netz. Keine Mindestvertragslaufzeit, keine Drosselung, keine Datenvolumenbegrenzung. Und das für sparsame 17,50 Euro im Monat. Mehr Informationen gibt es bei uns in den Servicebüros in Marienberg auf der Ratsstraße 7, in Eppendorf auf der Karl-Liebknecht-Straße 3 und in Seifen Hauptstraße 95 oder einfach im Netz unter www.erznet.tv. Erznet mit Herz ins Netz. Es ist Dienstagabend und pünktlich legen wir wieder den Finger an den Puls der Zeit. Hier ist Glück auf TV, hier ist Megional, die täglich aktuelle Nachrichtensendung mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Wir schreiben den 13. September 2022. Herzlich willkommen, guten Abend und Glück auf. Der Schultag begann am Montag für die 8a des Förderzentrums Johann Heinrich Pestalozzi aus Marienberg nicht in ihrem Klassenzimmer. Genauer gesagt waren die Jungen und Mädchen zu Gast beim Fabmobil. Dieses fahrende Kunst-, Kultur- und Zukunftslabor durfte bei der Bundeswehr geparkt werden. Die Kaserne ist direkt gegenüber der Schule. Was es mit dem Fabmobil genau auf sich hat, gibt es im folgenden Beitrag. Das Fabmobil ist eine fahrende oder ein fahrendes Zukunftslabor, so nennen wir das. Letzten Endes vollgestopft mit Technologie, 3D-Druckern, Lasercutter, 3D-Brillen, also Virtual Reality. Was haben wir noch? 3D-Scanner. Wir haben auch eine klassische Bibliothek an Bord, auch eine klassische Modellbauwerkstatt, aber überwiegend geht es schon in diese Technologie, also Digitaltechnologie. Was ist das Ziel? Warum seid ihr hier? Das Ziel ist, junge Leute zu befähigen, diese digitale Technologie eben mal auszuprobieren, damit die einen ersten Kontakt dazu herstellen können. Sprich, sie lernen mal zum Beispiel etwas 3D einzuscannen, nachher am Laptop nachzubearbeiten und es dann wieder in die Realität zurückzuholen, beispielsweise mit einem 3D-Drucker oder über bestimmte Verfahren kann man auch ein 3D-Objekt dann mit einem Lasercutter tatsächlich in einzelnen Schichten herstellen und wieder in die Realität zurückholen. Also das heißt, wir wollen Digitaltechnologie Kindern und Jugendlichen nahebringen. Ja, wir bieten den Schülern mit Hilfe solcher Aktionen verschiedene außerunterrichtliche Lernwelten kennenzulernen, um herauszukommen und auch die Unterrichtssituation aufzulockern. Und viele unserer Schüler sind sehr praktisch veranlagt und da ist immer Learning by Doing und Kennenlernen und Sehen eine sehr gute Möglichkeit, um verschiedene Dinge zu erfahren und auch mal über den Unterricht, über die Tafel hinauszuschauen. Dann sind Sie ja mit dem Projekt auch aus der Schule hinausgegangen zu Ihren Nachbarn, wenn ich es mal so sagen darf. Wie hat das geklappt? Ja, das ging sehr gut. Wir konnten Hand in Hand jetzt hier, dadurch, dass wir auf dem Schulhof nicht genug Platz hatten, haben wir Hand in Hand mit der Bundeswehr heute hier nebenan gearbeitet, mit der Kaserne. Und konnten in dem Zusammenhang hier ein Stück vom Gelände in Anspruch nehmen. Und ja, das hat eigentlich super geklappt, das ging reibungslos und es ist ein sehr schönes Zusammenarbeiten. Musik.
Wir als Marienberger Jäger verstehen uns jetzt nicht als Insel in der Gemeinde oder in der Kommune, sondern natürlich als gesellschaftlicher Bestandteil. Und das wollen wir natürlich in allen Teilbereichen dann auch wieder ausbauen. Wir haben seit Jahren quasi eine gepflegte Partnerschaft mit der Stadt Marienberg in verschiedensten Bereichen. Und das wollen wir natürlich auch auf alle anderen Teilbereiche mit abdecken. Und da hat dann der Kommandeur auch entschieden, auch gerade in dem Bereich der Schulen entsprechend diese Zusammenarbeit weiter zu forcieren. Und deswegen sind dann auch unterschiedlichste Kooperationsverträge entstanden. Und hier wollen wir einfach die Möglichkeit geben, unsere Infrastruktur zu nutzen, was dann gegebenenfalls jetzt im zivilen Bereich jetzt nie vorhanden ist. Und damit wollen wir dann natürlich dann die Zusammenarbeit weiter forcieren und dann auch die, ja, ein gutes Verhältnis haben zu unserer Stadt Marienberg und zu der Kommune insgesamt. Ja. Im Raum Marienberg hat sich erstmals ein Wolfspaar angesiedelt. Das neue Wolfsterritorium wird unter dem Namen Marienberg geführt, wie das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in Dresden mitteilte. Es handelt sich um ein Wolfspaar. Nachwuchs konnte bei dem Paar aktuell nicht bestätigt werden. Die Wolfsfähe ist eine Tochter des benachbarten Rudels Wisluni, dessen Territorium hauptsächlich in Tschechien liegt und bei Jöstadt nach Sachsen reicht. Die Herkunft des Wolfs Rüden ist unbekannt. Er konnte bisher keiner genetisch bekannten Verpaarung in Deutschland oder angrenzenden Ländern zugeordnet werden. 2019 gab es unter anderem in der Mothäuser Heide bei Marienberg erstmals Hinweise auf eine Wolfsaktivität. Im März 2021 wurde der Wolfsrüde erstmals genetisch bei einem Rotwildriss in dem Gebiet nachgewiesen. Anfang dieses Jahres zeigten Aufnahmen automatischer Wildkameras zwei Wölfe. Danach gesammelte Urinproben wurden genetisch untersucht. Die jetzt vorliegenden Ergebnisse aus der Genetikuntersuchung in Verbindung mit den Spuren der beiden Tiere bestätigen das Wolfspaar in diesem Gebiet. Die Fachstelle Wolf bittet darum, Wolfssichtungen zu melden. Hinweise können telefonisch unter 035242 631 8201 oder online über die Website der Fachstelle Wolf übermittelt werden. Die Adresse wäre www.wolf.sachsen.de. Anderes Thema, liebe Zuschauer. Auch wenn das Stadtfest von Lengefeld schon ein paar Tage her ist, haben wir hier noch einen kleinen Nachtrag und damit wäre dann auch unser Material von den tollen Tagen erschöpft. Gute Unterhaltung. Das zweite Festwochenende startete für die Lengefelder und ihre Gäste mit einem musikalischen Abendprogramm der Berliner Band Boss Taurus. Bereits am frühen Nachmittag ging es sportlich zu, beim Bummisportfest und dem Orientierungslauf für Klein und Groß. Man muss sich halt orientieren an der Karte und muss halt dann die passenden Posten finden und da gibt es halt Nummern und die Nummern muss man dann ablaufen. Ja. Was fasziniert dich denn daran? Der Spaß. Es macht ziemlich viel Spaß und wenn man sich gut orientieren muss und so. Der Samstag stand ganz im Zeichen des großen Klassentreffens, bei dem mehrere Schülergenerationen im Festzelt ein Wiedersehen feierten. Wenn du an die Schulzeit zurückdenkst, wie war sie denn?
Sehr schön. Schon ein bisschen länger her, würde ich sagen. Aber wir waren heute mal in der Schule, schaut noch fast genauso aus. Gleich alles wieder erkannt. Was waren denn deine Lieblingsfächer? Meine Lieblingsfächer waren, ich glaube, Geschichte, Kunst. Ja. Ja, das war schon. Hattest du auch einen Lieblingslehrer? Ja, die Geschichtslehrerin, die Frau Neumann. Ja, unsere Schulzeit war auch damals aufregend. Wir waren damals A und B, keine große Fluktuation. Ja, interessant waren immer die Hofpausen, das war immer sehr spektakulär. Und ja, ich denke, den Lehrern haben wir es auch nicht so schlecht gemacht, denn einige Lehrer sind ja noch da und sie leben noch, also waren wir nicht die Schlechtesten. Was hattest du denn für Lieblingsfächer? Astronomie. Oh! Ja, noch immer mein Lieblingsbeschäftigungsfeld. Kannst du dich noch an den Lehrer erinnern oder Lehrerin? Ja, Dänert. Der Herr Dänert war das. Wie war er denn? Streng. Aha. Ja. Höhepunkt des Samstagabends war das Konzert der Thalheimer Kultgruppe Wanderer. Das Abschlussfeuerwerk der Festwoche erleuchtete die Samstagnacht über Lengefeld in bunten Farben. Für die heutige Wettermischung verantwortlich waren zum einen Hochroland und Ex-Hurricane Danielle. In Zusammenarbeit schaufelten sie reichlich warme Luft zu uns. Doch mit dem spätsommerlichen Intermezzo ist es bald vorbei. Denn über den britischen Inseln wartet tief Queenie mit kühlerer Luft. Diese bricht im Norden herein und trifft über der Mitte Deutschlands, also in Höhe bei uns, auf Warmluft aus dem Süden. Die Folge sind Regenfälle und Gewitter. Wo allerdings die Grenze genau sein wird, ist noch nicht zu sagen. Heute Abend und in den Nachtstunden ist der Himmel bedeckt und von den Sternen und dem abnehmenden Mond ist nichts zu sehen. Also das nach oben sehen, das können Sie sich sparen. Es würde Ihnen eh nur in die Augen regnen. Das Niederschlagsrisiko liegt bei 90%. Die Temperaturen liegen dafür dick im zweistelligen Bereich. Also in Olbernhau-Grüntal an der Seigerhütte gibt es zwischen 15 und 17 Grad. In Marienberg rund um den Markt übernachtet das Quecksilber bei 14 bis 16 Grad. Und in der Motorradstadt Schobau am Schloss Wildeck werden Nachtwerte von 16 bis 18 Grad erwartet. Der Wind weht dabei nur schwach mit um die 8 Kilometer pro Stunde aus Südwesten. Der morgige Mittwoch ist aus der Kategorie Pitch Patch. Der Himmel hüllt sich schon von früh ab in ein vornehmes Grau, er ist also bedeckt. Zu allem Überfluss ist auch Regen mit dabei. Den gibt es mit einer 90%igen Wahrscheinlichkeit.
Im weiteren Tagesverlauf ändert sich auch nicht viel dran. Nur die Regenintensität variiert etwas. Bedeckt und nass geht es dann auch in die Nacht hinein. Die Sonne bekommt morgen einen Fehltag bescheinigt. Auf der Abrechnung steht eine Null am Ende des Tages. Ja, und bei den Tagestemperaturen ist eine leichte Abkühlung zu verzeichnen. In Deutschneudorf, oben an der Grenze zu Böhmen, gibt es 12 bis 15 Grad. In Purversau am Katzenstein klettert das Quecksilber auf 13 bis 16 Grad. Und in Amtsberg, dem Tor zum Erzgebirge, gibt es Werte von 14 bis 17 Grad. Der Wind weht dabei schwach mit um die 4 Kilometer pro Stunde aus Süden. Ja, und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf das, was danach kommt. Und das ist folglich richtig der Donnerstag. Der Himmel bleibt am Donnerstag bedeckt, aber es wird nicht regnen. Mit 11 bis 17 Grad wird das Temperaturniveau gehalten und der Wind dreht auf Westen und weht von dort leicht. Am Freitag erwarten wir einen bewölkten Himmel mit etwas Sonne, ohne Regen. Ja, und bei 11 bis 14 Grad weht der Wind dann leicht aus Westen. Das bedeutet, dass der ein oder andere die Heizung zünden wird. Ja, und wie sich das dann weiterentwickelt, das beleuchten wir dann morgen hier an dieser Stelle. Dann blicken wir nämlich schon mal vorsichtig aufs anstehende Wochenende. So, das war's für heute hier aus dem Regionalwetterstudio. Das war es dann auch schon vom Dienstags-Megional und das bedeutet, dass wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe von unseren Nachrichten angekommen sind. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich morgen am Mittwoch für Sie hier zur Stelle. Und klar würden wir uns freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten. Dann haben wir auch den bergmännischen Zapfenstreich in Olbernhau auf dem Plan. Tja. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen finden Sie im Internet unter www.glückauf.tv. Ja, und damit wünsche ich Ihnen einen behaglichen Abend, eine geruhsame Nacht. Bis morgen. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.